Die letzten S-Bahn-Züge aus DDR-Produktion der Baureihe 485 dürfen noch einmal ihre langjährigen Stammlinien befahren. Einen Tag zuvor ist lediglich ein Kurs der letzten Stammlinie S85 mit diesem Zugtyp unterwegs. Hier begegnet er einem Ringbahnzug der neuen Baureihe 484, welche zusammen mit der Baureihe 483 die alten Züge ablöst. Ein weiterer Fahrzeugtyp der Berliner S-Bahn ist die Baureihe 481. Mit 500 Viertelzügen ist sie der mit Abstand am häufigsten vertreten im Netz. Bereits im Jahr 1980 wurde der Prototyp, damals noch unter der Reichsbahn-Baureihenbezeichnung 270, vorgestellt. Der Baumusterzug in den Hauptstadtfarben Weinrot-Elfenbein bestand aus 4 Viertelzügen. Im Jahr 1987, zur 750-Jahr-Feier der Hauptstadt der DDR, wurde die Null-Serie vorgestellt und ging in den Testbetrieb. Neben der Lackierung in Weinrot-Elfenbein wurden auch Wagen mit rotem Anstrich und anthrazitfarbenem Fensterband versehen. Bei einer Besichtigung soll dem Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, die neue Lackierung so gut gefallen haben, dass fortan alle weiteren Züge so lackiert werden sollten. Die rote Lackierung und die Verwendung von Aluminium für den Wagenkasten brachten der Baureihe den Spitznamen Cola-Dose ein. Diesen tragen sie bis heute, obwohl die Fahrzeuge ab 2002 in die traditionellen Berliner S-Bahn-Farben Bordeaux-Rot und Ockergelb umlackiert wurden. Zurück zum 12. November 2023. Um kurz vor 8 Uhr morgens rollt der erste Zugverband als S8 nach Blankenburg in den Bahnhof Storkower Straße ein. Eingefahrener Zug Ausgleich 2 S8 nach Blankenburg über Bornholmer Straße, Pankow. Trotz der frühen Uhrzeit sind bereits viele Fans unterwegs. So halten sie die Einfahrt in den Bahnhof Blankenburg mit der Kamera fest. Die S8 verläuft von Birkenwerder im Norden nach Wildau im Süden entlang des östlichen Teils der Ringbahn. Aufgrund von Bauarbeiten endeten alle Züge auf der Südseite bereits in Grünau. Auf der Nordseite endete die S8 für die Dauer der Veranstaltung in Pankow, während die S85 den Abschnitt bis Birkenwerder übernahm. Lediglich der erste 485-Zug der S8 fuhr weiter bis Blankenburg. Nachdem sich der Bahnsteig geleert hat, macht sich der Zug, bestehend aus den Viertelzügen 108, 093 und 127, auf den Weg nach Grünau. In den Bahnhof Prenzlauer Allee rollt der zweite Umlauf der S8 ein.
Und für die Statistiker hier eine Übersicht der Fahrzeugnummern aller Garnituren an diesem Tag. Mit nur 2 Minuten Wendezeit in Pankow dauert es nicht lange, bis der Zug wieder zurückkehrt. Hier erreicht er den Bahnhof Storkower Straße. Schon ab 2003 wurden die ersten Züge der Baureihe 485 ausgemustert. Bereits abgestellte Züge kamen zur Fußball-WM 2006 nochmals zum Einsatz. Aufgrund der S-Bahn-Krise wurden ab 2011 schrittweise wieder 485er reaktiviert. Grund für die jetzt endgültige Abstellung der Baureihe ist der stetige Umbau des S-Bahn-Netzes auf das neue Zugsicherungssystem ZBS, das auf ETCS basiert und Balisen verwendet. Es löst die mechanische Fahrsperre ab. Eine Erfindung aus den 1920er Jahren. An der Strecke findet sich hier ein mechanischer Anschlag, der bei Fahrtstellung des Signals zur Seite weggeklappt wird. Nach der Vorbeifahrt des Zuges klappt der Anschlag in die Haltlage zurück. Sollte jetzt ein Zug am haltzeigenden Signal vorbeifahren, würde der Auslösehebel am Fahrzeug nach hinten geklappt werden, was eine Zwangsbremsung auslöst. Die zweite Linie mit 485 Einsatz ist die S47, eine Zweiglinie des S-Bahnrings. Sie befährt nur einen kurzen Abschnitt auf dem Südring bis zum Bahnhof Hermannstraße. Der östliche Linienast führt nach Spindlersfeld und ist ein eher auslastungsschwacher Abschnitt. Formsignale sind in Berlin heute selten. Dieses eindrucksvolle Exemplar gehört zum Güterbahnhof Neukölln, dessen Gleise in Zukunft weichen müssen. Hier soll ein neues Wohnquartier, das Bauprojekt Neue Ringbahnhöfe, entstehen. Im Hintergrund ist der S-Bahnhof Neukölln zu sehen. Nicht weit entfernt liegt der Bahnhof Hermannstraße. Auch hier beobachten zahlreiche Fans den Zug und versuchen, ein Foto zu schießen. Gar nicht so einfach bei dem Mastenwald. Ruhig,
idyllisch, ländlich. Auf der Zweigbahn nach Spindlersfeld zeigt sich Berlin von einer anderen Seite. Benannt ist der Ort nach dem Wäschereiunternehmen W. Spindler, das auch den Bau der Strecke finanziert hat. Der Personenverkehr fand bereits ab 1892 statt. Seit 1929 ist die Strecke ins elektrische S-Bahn-Netz integriert. Die Züge der Berliner S-Bahn werden traditionell aus Viertelzügen, das entspricht einer Einheit von zwei Wagen, zusammengesetzt. Zwei Viertelzüge ergeben einen Halbzug, drei einen Dreiviertelzug und vier einen Vollzug. Die kleinste betriebliche Einheit bei der Baureihe 485 ist der Halbzug. Zwischen 1976 und 1986 verkehrten auf der Strecke nach Spindlersfeld sogenannte Mini-Ottos, Zweiwagenzüge aus einem Trieb- und einem Steuerwagen. Ein 485-Trio erreicht den Haltepunkt Oberspree. Zahlreiche Fotografen säumen den sonst so wenig genutzten Bahnhof. Eine Station später erreichen wir die Endstation Spindlersfeld. 2010 wurde der Bahnhof zu einem Haltepunkt herabgestuft. Und hier wieder. Fans der DDR-Züge nehmen Abschied. Abfahrtssignal. Denn nach wenigen Minuten Wendezeit geht es schon wieder zurück zur Hermannstraße. Einmal in der Stunde treffen sich alle vier Züge, zwei der S8 und zwei der S47, im Bahnhof Schöneweide. Bahnhof Baumschulenweg. Auf dem rechten Gleis kommt die S47 von der Südringstrecke. Erst seit 2011 ist es möglich, an dieser Position zu filmen, da der entsprechende Bahnsteig vor dem Umbau des Bahnhofs deutlich weiter südlich lag. Die Position des Seitenbahnsteigs C mit dem historischen Empfangsgebäude von 1916 wurde beibehalten. Den Bahnhof Baumschulenweg gibt es bereits seit 1890.
Er ist unter anderem Franz Späth zu verdanken. Dieser legte hier mehrere Baumschulen an, die nicht nur für den Bahnhof, sondern auch für den ganzen Ortsteil namensgebend waren. Und ja, Baumschulenweg ist ein Ortsteil des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick. Der Baureihe 485 auf der S47 folgt jetzt eine weitere auf der S8. Nachdem dieser Zugverband heute schon das Privileg hatte, nach Blankenburg fahren zu dürfen, darf er auf dem Rückweg von Grünau ab Schöneweide noch eine Runde auf dem Ring fahren. Die Ringbahn. Eine Strecke ohne Ende. Ein Hundekopf. Die Linien der Ringbahn heißen S41 und S42. Die S41 fährt im Uhrzeigersinn und die S42 entgegen dem Uhrzeigersinn. Bahnhof Westkreuz. Der Zug der S8, nun als S41. Er ist bis auf den letzten Platz besetzt. Zahlreiche Fahrgäste wittern hier ihre Chance auf ein Foto. Die Garnitur 485 040, 141 und 083, die zuvor auf der S47 unterwegs war, fährt auf der S42 entgegen. Eigentlich sollten sich die Züge am Bahnhof Beusselstraße, dem Nullpunkt der Ringbahn, treffen. Doch der Zug ist in Schöneweide schon mit 8 Minuten Verspätung gestartet und hoffnungslos überfüllt. Mit 20 Minuten Verspätung war lediglich ein kurzes Treffen am Bahnhof Gesundbrunnen möglich. Hier erreicht der Zug den Bahnhof Tempelhof in unmittelbarer Nähe zum Tempelhofer Feld, dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Es folgt der endgültige Abschied.
Parallel zur Baureihe 485 wurde in West-Berlin die Baureihe 480 entwickelt. Sie fährt derzeit ausschließlich auf der S3 zwischen Erkner und Spandau. Geplant ist allerdings auch ein Einsatz auf der S75 zwischen Warschauer Straße und Wartenberg. So S-Bahn-Chef Peter Buchner am Fahrgastsprechtag 2022. So bleibt die Artenvielfalt trotz dem erneuten Wegfall der Baureihe 485 in Berlin erhalten.